sage nur Bachtelhörnli. Oh, jetzt kommt sie mit Bachtelhörnli. 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 Bachtelhörnli ist so ganz eine typische Geschichte. Ja. Es war eben so, wir waren an einem Geburtstag eingeladen, in so einem gestopften Hotel. Ja. Ich irgendwann aufs WC müssen gegangen, zurückgekommen, kein Problem gewesen. Ist er gegangen, ja. Lang wie man kommt. Kannst du jetzt schon erzählen, warum? Ja, also ihr kennt doch das von diesen hippen Zürich-Beizen, oder? Das sind spanische Beizen, das sind Sombrero für die Männer und ein Fächer für die Frauen. Oder ein Stier für die Männer und ein Kühli für die Frauen. In Deutschland haben wir gesehen, bla und dann bla bla bla. Also ich habe jetzt auch nicht gewusst, wo ich dort rein soll. Ja, und dann gehe ich nicht hinterher. Und dann steht da Bachtel. Und da steht Hörnli. Ich dachte, so schwer kann es ja nicht sein, wie sie hat es ja auch rausgefunden. Ich dachte, Achtel, vielleicht zwei Berge. Hörnli, oder? Und dann habe ich gehst du mal beim Hörnli. Dann hat die Tür fallen in der Hand gehabt, beim Bachtel, die Tür auf und kommt eine raus. Und ich Tür wieder weg. Dann bin ich, dreh mich um so auf der anderen Seite vom Gang. Damen, Herren, das sind die zwei Sitzungszimmer gewesen.